Umgeben von seinen Nachbarn Sambia, Mosambik, Südafrika und Botswana im südlichen Afrika liegt Simbabwe, das frühere Südrhodesien. Die Hauptstadt Harare, ehemals Salisbury, zur Mitte der 80er Jahre. Harare, eine lebendige Großstadt mit ca. 700.000 Einwohnern, deren europäische Prägung und gut funktionierende Infrastruktur zweifellos auch das Resultat einer späten Unabhängigkeit sind. Erst 1980 war das 8,5 Millionen Einwohner große Land unabhängig geworden. Mitte des 19. Jahrhunderts waren vom Süden her Europäer in das Land der Matabele und Mashona gekommen, hatten vom damaligen Matabele-König Lobengula Konzessionen zur Ausbeutung von Erzvorkommen erworben und unter Cecil Rhodes und der British South African Company die Ansiedlung von Europäern begonnen. Wie in den meisten anderen Kolonien war auch dieses Land bald zum Protektorat des europäischen Mutterlandes erklärt worden, unterhielt 1894, nachdem der Widerstand der Matabele gebrochen war, den Namen Rhodesien. An die britische Regierung übertragene Hoheitsbefugnisse führten zum Status einer selbstverwalteten Kolonie Südrhodesien, in der schon 1930 das Land in Siedlungsgebiete für afrikanische und europäische Einwohner aufgeteilt wurde. Afrikaner hatte man nicht an der Selbstverwaltung beteiligt. Während Nordrhodesien und Nyasaland 1964 als Sambia und Malawi unabhängig wurden, gewährte Großbritannien Südrhodesien die Unabhängigkeit nicht, denn die zahlenmäßig weit unterlegenen weißen Rhodesier waren nicht bereit, der britischen Forderung nach voller Regierungsbeteiligung der Afrikaner nachzukommen. Daraufhin erklärte die radikale Rhodesian Front unter Ian Smith einseitig die Unabhängigkeit und vollzog 1970 mit dem Ausrufen der Republik Rhodesien endgültig die staatsrechtliche Trennung von Großbritannien. Alle Sanktionen, die besonders von Südafrika unterlaufen wurden, und alles Drängen auf Verfassungsverhandlungen mit dem die schwarzen Rhodesier vertretenen African National Council scheiterten. Es kam zu afrikanischen Guerilla-Operationen einerseits und zu Militäraktionen Rhodesiens gegen die Nachbarstaaten Sambia und Mosambik andererseits. Etwa 1,7 Millionen Afrikaner waren in den Jahren der UDI, der einseitig erklärten Unabhängigkeit, aus Rhodesien in benachbarte Frontstaaten geflohen. Dazu etwa 30.000 Guerillas, die von Mosambik aus in Verbänden der ZANU, der Zimbabwe African National Union, und von Sambia aus in solchen der ZAPU, Zimbabwe African People's Union, operierten. Die Exilführer der beiden Bewegungen, Robert Gabriel Mugabe von der ZANU und Joshua Nkomo von der ZAPU, schlossen sich zur sogenannten Patriotic Front zusammen, nicht ohne Rivalitäten, da sich die ZAPU militärisch auf die Sowjetunion stützte, die ZANU Hilfe bei der Volksrepublik China fand. Es waren schließlich der Druck der USA und der Entzug der militärischen Unterstützung durch Südafrika, die die Regierung Smith zwangen, den Grundsatz der schwarzen Mehrheitsregierung anzuerkennen. 1979 einigten sich in der sogenannten Lancaster House-Konferenz alle beteiligten Delegationen auf einen Waffenstillstand und eine neue Verfassung, die die Parlamentsmehrheit den Schwarzen überließ, gleichzeitig den Weißen 20 von den 100 Parlamentssitzen garantierte. Am 18. April 1980 wurde Simbabwe schließlich unabhängig. Regiert von vier Parteien und Robert Gabriel Mugabe als Premierminister, dessen Partei ZANU-PF kurz zuvor mit 63% als Sieger aus den Wahlen hervorgegangen war. Mugabe verfolgte zunächst eine erklärte Politik der Versöhnung, sowohl gegenüber den Weißen wie auch gegenüber den unterlegenen schwarzen Konkurrenten, die sogar jeweils an der Regierung beteiligt wurden. Allerdings wurde bald das immer wieder formulierte Ziel eines Einparteienstaates erreicht, nämlich nach dem erneuten Sieg der ZANU-PF bei den Parlamentswahlen 1985 durch eine Änderung der Verfassung.
Zur Mitte der 80er Jahre bietet die Hauptstadt ein friedliches Bild geschäftigen Treibens. Vergessen scheinen die Konflikte zwischen Mashona und Matabele, die sich ethnisch genauso wenig unterscheiden wie die Flamen und Wallonen, sich aber aufgrund der absolut verschiedenen Sprachen genauso wenig verständigen können. Von den 26.000 weißen Rhodesiern, die aus Furcht vor einem marxistischen Regime nach Südafrika und Australien ausgewandert waren, sind etliche zurückgekehrt und haben Häuser und Farmen zurückgekauft. Doch klagen sie gelegentlich über die Verluste ihrer früheren Privilegien, über die Devisenbeschränkungen, die sozialistische Bürokratie. Doch müssen auch sie zugeben, dass die Wirtschaftspolitik sehr pragmatisch geführt wird, geleitet von der Einsicht, dass die kommerziell betriebenen Farmen in der bestehenden Form unerlässlich sind, um das Land zu ernähren. Marxistische Verbalfloskeln sind da eher der Tribut an die Genossen aus dem Befreiungskampf, denen grundlegend bessere Verhältnisse für alle Schwarzen versprochen worden waren. Die verordnete Versöhnung hat im Simbabwe der 80er Jahre eine entspannte und positive Atmosphäre geschaffen, die Anerkennung und Bewunderung erfordert. Doch ist, wie so oft, die Hauptstadt nicht repräsentativ für das ganze Land. Die intakte Infrastruktur mit mehrspurigen Alleen, Kauf- und Parkhäusern, zahlreichen Buslinien, Museen, Hotels, Universität, Parks, Stadien, Sportplätzen, Kliniken, Radwegen und vielem mehr ist ein starker Kontrast zu der Provinz, in der der größere Teil der Bevölkerung lebt. In Harares südlichem Stadtteil Mbare, am Rande der Gewerbegebiete, liegen an der stark befahrenen Ausfallstraße nach Maswingo die Mbare-Studios der Rundfunkgesellschaft Zimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC. Der Neubau wurde 1983 fertiggestellt und beherbergt die Einrichtungen der beiden Kanäle Radio 2 und Radio 4. Thank you.
This is the Zimbabwe Broadcasting Corporation, Radio 4. The time right now is 10:30, and we're broadcasting on FM band in the following frequencies. Harare, 103.514 MHz. Bulawayo, 101.880 MHz. Gweru, 103.256 MHz. And in Mutare, we can be received at 98.70 MHz. We are also broadcasting on shortwave on 6045 kHz in the 49-meter band. This is Norwich Balmeria, and it's a very good morning to you all. 25 minutes to 11, we bring you pre-schools. That is followed by John Masuku at 12:30 in Cominac 2 as we cross over to the conference center, and he brings us the rundown of the events of the day. And we go back to Kwaziso Ukubingelana at 20 minutes to 1 o'clock. 1 o'clock, as usual, we'll bring you the news bulletin in Shona, followed by a short musical interlude, followed by the main news bulletin at 1:15. And the news in Debele will be on air at 25 minutes past 1 o'clock, and there'll be more program announcements later on during the day. And until 25 minutes to 11, Radio 4 is the station. We now bring you a short musical interlude. Turn to the voice of Zimbabwe. This is Radio 4, and the time right now is 25 minutes to 11. He's just got out. Hasn't anybody seen my mouse? Ursprünglich war dieses der Standort des African Service, des rhodesischen Rundfunks, jetzt Radio 2 genannt. Er sendet in den afrikanischen Landessprachen Shona, Ndebele und Kalanga sowie Kore-Kore, Sesotho und Manyika. Die englischsprachige afrikanische Elite sowie die Europäer werden über Radio 1 und Radio 3 mit Informationen und Musik bedient, die sich, wie auch das Fernsehen, in der Zentrale der Zimbabwe Broadcasting Corporation in dem nordöstlichen Villenvorort Highlands befinden. Einer der zahlreichen Bereiche, die dieses unabhängige Zimbabwe für ungeheure Herausforderungen stellt, ist die Bildung. Die Bildungspolitik der vorangegangenen Regierungen hatte dem größten Teil der Bevölkerung jegliche Bildungsmöglichkeiten vorenthalten und somit ernste Unterentwicklung verursacht. Das bei Unabhängigkeit geerbte formale Schulsystem war auf die Bedürfnisse der weißen Minderheit ausgerichtet. Ein elitäres System, das auf der Basis rassischer Diskriminierung Generationen schwarzer Kinder den Zugang zu Bildung verweigerte. Neben Reformen im formalen Bildungsbereich, dem Bau von Schulen und dem Einsatz vieler neuer Lehrkräfte, setzte die Regierung auf flankierende Maßnahmen über das Medium Rundfunk und verfügte die Schaffung eines zusätzlichen Rundfunkkanals, der speziell Bildungsinhalte ausstrahlen sollte, Radio 4. Mit der Entscheidung der Regierung, einen Bildungsrundfunkkanal zu etablieren, war die Möglichkeit geschaffen worden, das sehr populäre Radio 2, das vorwiegend in Shona und Ndebele, aber auch in anderen Landessprachen sendet, von Bildungsinhalten zu befreien und sich wieder mehr beliebteren, anderen Programminhalten und Formaten zu widmen. Vor allem aber konnte es nun vermehrt kommerzielle Werbung in das Programm aufnehmen und somit zur Verbesserung des Budgets beitragen. Die Gebäudeerweiterungen wurden aus Mitteln des Informationsministeriums finanziert.
Für die technische Ausstattung der Studios sowie für die Programm- und technische Beratung hatte sich die Deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung angeboten. Nach der Installation der Sendestudios erfolgte ein intensives Training der Sprecher und Redakteure in der Bedienung der neuen Einrichtung und Geräte. Ladies and gentlemen, comrades and friends, may I also express my profound gratitude to the German Friedrich Ebert Stiftung for making this event a reality. The Friedrich Ebert Foundation has demonstrated in clear and concrete terms its altruistic and revolutionary commitment to the nationwide struggle of Zimbabwe against poverty, ignorance, disease, and hunger. The invaluable technical support and broadcasting equipment that we have received from the foundation goes a long way towards consolidating and strengthening our struggle for educational development. And with those words, may I now declare this Zimbabwe Broadcasting Corporation Mbare Studios Complex open. Thank you. Die für Radio 4 vom Informationsministerium an ZBC gezahlten Mittel für bauliche und personelle Maßnahmen sowie den schrittweisen Ausbau der UKW-Sendekapazitäten gelangen nur recht zögerlich in die vorgesehenen Kanäle. Doch kann die deutsche Projektleitung mit ihren Vermittlungsbemühungen immerhin für einen gewissen Druck sorgen. Nach und nach soll es eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung in allen Landesteilen geben. Denn erklärtes Ziel ist es, über Radio 4 vor allem die ländliche Bevölkerung zu erreichen, sie zu informieren, zu bilden, zu motivieren und zu mobilisieren. Dafür hält der Kanal Schulfunksendungen für diejenigen bereit, die bisher keine Möglichkeit der Teilnahme an formaler Schulbildung hatten. Weitere Programminhalte ergänzen diesen Ansatz um politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. Das Programmmaterial wird von verschiedenen Ministerien, von halbstaatlichen öffentlichen Organisationen sowie von den Mitarbeitern selbst zur Verfügung gestellt. Die meisten Programme werden in Englisch und in beiden Landessprachen Shona und Ndebele produziert. Einige werden für Minderheiten in Tonga und Tewa ausgestrahlt. Schulfunksendungen werden in Englisch, Shona und Ndebele angeboten. Many thanks.
Greetings and welcome to Quiz Time, a program incorporating the Radio 4 Listeners Club. The objective of the program is to develop a two-way communication system between Radio 4 announcers and the listeners. New members are still welcome, so write to us for details. The address to use is the Radio 4 Listeners Club, PO Box 9048 Mbare, Harare. The Radio 4 Listeners Club, PO Box 9048 Mbare, Harare. Also remember that there are a lot of prizes drawn every month for club members. So stay tuned. I am John Masugu. Yes, of course, the program is Quiz Time, incorporating the Radio 4 Listeners Club. Today we have a guest session, and our guest to answer technical questions related to Radio 4 is Wolfgang Müller. Hello, Wolfgang, and welcome to the program. Thanks. Hello, John. Another question that listeners are always asking about is, how does a radio signal leave the studios right up to the transmitters? The signal of the Radio 4 transmissions, which you are hearing right now, leave our transmission studio, which is here in our Barre complex, Studio F, via a PTC line, which means we have still a main control room here where the signal is being controlled and distributed to the necessary destinations, and then it leaves the complex via a PTC line through town PTC station further to the broadcasting center in Highlands, to Pocket Hill. These lines really give us sometimes problems. The quality is sometimes not as we expect, but the number of lines is limited, and we all hope that PTC keeps on working on it to improve this. Wolfgang Müller, you've been involved in the installation of equipment at Radio 4, in the transmission studio and in the recording studios. When did this work start, and are you still on with the work, and when do you hope to finish? Well, the whole installation started in October 1983. Soon after the completion of the Mbare complex. The first studio installed was the transmission studio, and that had been officially opened by the Prime Minister in May 1984. Besides that, we have here in Mbare studios three recording studios, and there will be soon a new production studio, a big one, which is at the moment under installation, which will offer more facilities even for drama recording, for big group discussions, where we also can have music recordings and also can invite audience. This studio, production studio, is the biggest then in the new Barre complex, and will have the most sophisticated installation. Most of this equipment is imported, is being assembled here with the help of the ZBC technicians. Framework and carpentry are done locally, and we are still busy with the wiring, which takes quite a lot of time, but we hope to finish this by the end of April. Obwohl durch den Erweiterungsbau viel Raum geschaffen wurde, ist es für manche im Barre-Komplex etwas beengt. So dient das Büro des technischen Beraters gleichzeitig als Lagerraum sowie Mess- und Reparaturplatz. Hier ist Lofty, good afternoon.
Listen, I just received a telex confirming that the spare parts have been dispatched from West Germany. They should arrive tomorrow morning in Harare. Yes, I hope that we will get them out of customs rather soon as the license here. Certainly we have had some problems in the past. This will be spare parts for the Telefunken M21s. Yes, including these transistors. Okay, thank you. Bye. Neben der Installation des Sendestudios für Radio 4 gehörte zu den ersten Unterstützungsleistungen der Friedrich-Ebert-Stiftung die Ausstattung der Redakteure mit tragbarem Reportagegerät. Dessen Ausgabe und Wartung liegt in den Händen der technischen Abteilung der ZBC Mbare Studios. Für die Leitung des 1,5 Millionen Mark Unterstützungsprojekts für Radio 4 hat die Friedrich-Ebert-Stiftung einen erfahrenen Rundfunkredakteur aus Deutschland nach Harare geschickt. Stets im Austausch mit der Radio 4-Leitung nimmt er die Kontakte zu den ZBC-Direktoren und zu dem zuständigen Ministerium wahr und ist darüber hinaus Programmberater für die Radio 4-Redakteure. Zusammen mit dem technischen Berater im Nachbarbüro, der als Ortskraft eingestellten Sekretärin und einem simbabwischen Fahrer sind somit vier Friedrich-Ebert-Stiftung-Mitarbeiter in diesem Projekt tätig. Der Brief ist fertig zum Unterschreiben. Danke, ich komme gleich mal rüber. Importe aus Übersee werden für Simbabwe wegen der unbrauchbaren, unsicheren Alternative Mosambik über südafrikanische Häfen abgewickelt. Der Hafen von Beira im nördlichen Mosambik liegt zwar nur ein Viertel so weit entfernt wie der nächste südafrikanische, doch versichert keine Gesellschaft der Welt das angelandete Gut wegen der instabilen Verhältnisse in Mosambik. Auch die Eisenbahnlinie zwischen Beira und Mutare wird immer wieder von der aufständischen Renamo sabotiert. So bleibt als einzig sicherer Importweg der über Südafrika, von dem Simbabwe nach wie vor im Verkehrswesen zu 80% abhängig ist. Fahrten auf Bahnlinien sowie Straßen zwischen Durban und Harare sind zwar langwierig, aber sicher. Der Ausbau der als Übertragungswagen vorgesehenen Transporter war von der Friedrich-Ebert-Stiftung an die in Harare ansässige Firma des Deutschen Walter Müller vergeben worden. Seine langjährige Kenntnis Südafrikas und Simbabwes, der Bedingungen und seiner Menschen resultierten in einem Typ Übertragungswagen, der für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich robust und von der Ausstattung her relativ bescheiden war. In der Praxis sollte sich die Richtigkeit seines Konzepts bestätigen. Der erste Probeeinsatz des Ü-Wagens führt in ein von Landwirtschaft geprägtes Gebiet, 120 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Harare. Das Ziel ist Mare Estate, ein landwirtschaftlicher Komplex aus Farmen, kleinen Dörfern, Schulen und einem im Aufbau befindlichen Technologiezentrum. Mare Estate war bis 1981 eine private GmbH mit 2300 Hektar Land, etwas mehr als die Hälfte davon bewässert. Mit dem Aufkauf dieser Farm durch das simbabwische Landwirtschaftsministerium wurde ein Staatsbetrieb daraus. Es werden Tabak und Mais produziert, sowie Fisch in einigen Teichen, die aus einem nahegelegenen Staubecken gespeist werden. Zu Mare Estate gehört ein Dorf mit etwa 40 Familien. In die örtliche Grundschule kommen außerdem die Kinder einiger Nachbargemeinden, deren entfernteste 10 Kilometer weit südwestlich liegt. Die 412 Kinder werden von 10 Lehrkräften unterrichtet. Das Technologiezentrum Mare Estate ist ein 1983 ins Leben gerufene Pilotprojekt der deutschen GTZ unter der örtlichen Leitung von zwei Entwicklungshelfern des deutschen Entwicklungsdienstes.
Großer Tag der offiziellen Übergabe. Die Stiftung übergibt zwei fertig ausgerüstete Übertragungswagen, ein weiteres allradgetriebenes Transportfahrzeug sowie zwei VW Passat als Reportagewagen offiziell an ZBC. The Zimbabwe Broadcasting Corporation, the ZBC, has received two outside broadcasting vans from an organization in the Federal Republic of Germany, the Frederick Ebert Foundation. The vans were received by the Director General of the ZBC, Comrade Trivafi Kangai, who will be commissioned by the Minister of Information, Posts and Telecommunications. They will enable the broadcasting of live or pre-recorded programs for the country's rural areas through the Post and Telecommunications line to the Broadcasting Center. The ZBC also received editing equipment and a public address system with horn-lowered speakers. The two outside broadcasting vans can be used in two contexts, one as direct outside broadcasting vehicles and the other one as outside recording vehicles. They would enable us to collect a lot of local material to actually communicate with the people who we hope are the audience to Radio 4. Von den als Reportagewagen zur Verfügung gestellten zwei VW Passat, um deren Nutzung die Kollegen Redakteure des stiefmütterlich behandelten Radio 4 ständig kämpfen müssen, hat einer inzwischen einen fast Totalschaden erlitten. Der ZBC-Finanzdirektor verursachte bei illegaler privater Nutzung einen Unfall. Immerhin bezahlte er für die Reparatur, doch gab es wegen Ersatzteillieferungsschwierigkeiten einen monatelangen Engpass bei Reportageeinsätzen der Radio 4-Kollegen. Von den eigentlich 32 zunächst geplanten Mitarbeiterstellen sind nur zwei Drittel besetzt. Radio 4 ist von der Abwanderung einer beachtlichen Anzahl an erfahrenen Mitarbeitern betroffen, die aufgrund besserer Bezahlung in die Privatwirtschaft gehen. Besonders betroffen davon sind Archiv- und Forschungsabteilung sowie die Produktion. Für den technischen Bereich gab es zwangsläufig einige Neueinstellungen, vor allem für die Betreuung der Ü-Wagen auf den Einsätzen in den ländlichen Regionen. This would enable to develop program formats and contents in a very different manner. And I would like to see indeed to be concentrated on that, to use that OBWAN, to go into rural areas to develop program ideas for serials using these vans. This could be a big advantage for you, for your program, for the image of Radio 4. Von den knapp 8 Millionen Simbabwern leben rund 4 Millionen in den ländlichen Gebieten der sogenannten Communal Areas. Sie machen die Hälfte der Landesfläche aus. Die Bevölkerungsdichte ist hier dreimal so groß wie in den Gebieten der kommerziellen Landwirtschaft. Und der größte Teil dieser Flächen wird von mehr Menschen bewohnt, als sie ernähren können. Etwa 4 Hektar stehen hier pro Kopf zur Verfügung. Allerdings sind die Communal Areas Gebiete, die aufgrund der Niederschläge und der Bodenqualität in die schlechteste Kategorie eingestuft werden. Die Folge dieser Land- und Bevölkerungsverteilung sind sichtbar. Zerstörung der Vegetation, Bodenerosion und Versteppung. Was den Bauern hier fehlt und nicht zuletzt deswegen zu einer geringen Produktivität der Communal Areas führt, ist in den Gebieten der kommerziellen Landwirtschaft als Voraussetzung für die Produktion vorhanden. Kredite, Verteilungs- und Vermarktungssystem, landwirtschaftliche Forschung und Beratung, der Anschluss an Verkehrswege und künstliche oder natürliche Bewässerung.
Unter diesen Bedingungen ist eine höhere Produktivität der kommerziellen Landwirtschaft nur logisch. Rund 4.500 Betriebe erwirtschaften etwa 85% des Wertes der vermarkteten landwirtschaftlichen Produktion. Mit 260.000 Beschäftigten arbeitet knapp ein Viertel aller Lohnempfänger in diesem Wirtschaftszweig. Mit den Exporten von unter anderem Tabak, Baumwolle und Kaffee verdient dieser Sektor fast die Hälfte aller Deviseneinnahmen des Landes. An der Spitze der vermarkteten Produktionsmengen steht Mais, der nach den 3 Jahren Dürre bei einer normal verlaufenden Regenzeit wieder Rekordernten aufweist und wegen fehlender Lagerkapazitäten sogar exportiert werden muss. Die Beschlüsse des SANU-Parteitages von 1984 betonten für Simbabwe zwar als Endziel eine sozialistische Gesellschaft, sie vermieden aber, der Regierung eine klare Richtungsvorgabe für die unmittelbar zu lösenden Aufgaben vorzugeben. Trotz aller Rhetorik hat die Regierung durch ihr Verständnis für die Belange des Privatsektors und ihr pragmatisches Verhalten gezeigt, dass eine sozialistische Umgestaltung des Landes kurzfristig nicht zu erwarten ist. Und darin liegt ein Teil der Begründung für das nur schleppend vorangehende Umsiedlungsvorhaben im Rahmen des Resettlement-Programms von 1980. Danach soll in 187 Gebieten teils individuelle Landverteilung an Einzelbauern erfolgen, teils sollen frühere Großfarmen in kollektive Bewirtschaftung übergehen, sowie auch Staatsfarmen geschaffen werden. Bei den weißen Farmern, die bei Erlangen der Unabhängigkeit aus Sorge vor dem sozialistischen System ihre Farmen verkauften, bevor sie nach Südafrika oder Australien flüchteten, hat sich inzwischen herumgesprochen, dass es nicht so schlimm wurde. Etliche von ihnen kehren heim, kaufen ihre Farmen zurück und fühlen sich durch einen weißen Landwirtschaftsminister gut vertreten. Sie preisen die Regierung gar als weise und verantwortungsbewusst. Wie in anderen Ländern, so zeigt sich auch in Simbabwe, dass eine Expansion oder gar Reformierung der kleinbäuerlichen Produktion aufgrund traditioneller Gesellschafts- und Produktionsstrukturen in nur beschränktem Maße möglich ist. Man räumt ein, dass von daher ein Antasten der vorwiegend weißen Großfarmer zwangsläufig zu einem Desaster für Land und Leute wird. Für viele Simbabwer der Städte wie Harare und Bulawayo ist Radio 4 immer noch eine unbekannte Einrichtung. Zumindest ist der Kanal für sie unbedeutend, da sie ihn mit Bildung und Entwicklung identifizieren und sie die beliebteren Unterhaltungsprogramme bei Radio 1, 2 und 3 finden. Erschwerend kommt hinzu, dass Radio 4 im Vergleich zu den anderen Kanälen mit den schlechtesten Sende- und Antennenanlagen ausgestattet wurde. So sind es nicht nur die Städter, sondern auch die ländliche Bevölkerung, die lieber das gut durchdringende Radio 2 einschalten, als mühsam nach dem schwächeren Radio 4-Signal zu suchen. Neben den erforderlichen technischen Verbesserungen, für die ZBC und Ministerium Anstrengungen unternehmen müssen, sind Radio 4-Redakteure gefordert, ihre Programme attraktiv zu gestalten und neben Information und Bildung auch Unterhaltung zu bringen. Dazu gehören nicht zuletzt Vor-Ort-Einsätze mit Aufnahmen lokaler Chöre und Diskussionsgruppen. Drei aufeinanderfolgende Dürrejahre haben das Land vor große Probleme gestellt. Die ausgebliebenen Niederschläge, die normalerweise in der sommerlichen Regenzeit von November bis April das Land ergrünen lassen und die vielen Stauseen füllen, zwangen die Landwirte des heißen, tiefer gelegenen südlichen Lowfelds dazu, ihre Rinder in das mildere Highfeld umzusiedeln. Lake Kyle, gut 30 Kilometer südöstlich der Distrikthauptstadt Maswingo gelegen, ist mit 170 Quadratkilometern der zweitgrößte Stausee, der zurzeit seiner Bestimmung nur noch begrenzt nachkommt, nämlich die Bewässerungssysteme des Lowfelds zu versorgen. Musik
Stärker als die kommerzielle Bewässerungslandwirtschaft ist die große Zahl der Kleinbauern dieser Region von den klimatischen Problemen betroffen. Die Radio 4 Mitarbeiter wollen Sie zu Ihren Sorgen und Nöten befragen und Ihnen die Möglichkeit geben, sich über den Rundfunk Gehör zu verschaffen. Greetings and welcome to Quiz Time, a program incorporating the Radio 4 Listeners Club. The objective of the program is to develop a two-way communication system between Radio 4 announcers and the listeners. So stay tuned. I am John Masugu. Yes, of course, the program is Quiz Time, incorporating the Radio 4 Listeners Club. Today we have a guest session, and our guest to answer technical questions related to Radio 4 is Wolfgang Müller. Hello, Wolfgang, and welcome to the program. Thanks. Hello, John. Also available for use by Radio 4 announcer producers are outside broadcast vans or OB vans. What are they, and what are they able to do in program production? One could imagine OB van as a mobile studio. We sometimes really call it like that because it offers similar facilities as the studios here at the station. It is just a mobile unit, a car which contains all the installation necessary to record and to transmit programs. And therefore we call it the outside broadcasting. And as it is a car, we call it the outside broadcasting van. Now, our target at Radio 4 is the rural population. We are convinced that the media, such as, for example, the radio, has to fulfill a two-way communication. So we have to go to those places where the rural people, which are our listeners, are, and we cannot expect them to come to us. So this is a mistake which worldwide is still being made by radios, which is simply being used as a message distributing instrument and where the listener has no means of participating. Now we, Radio 4, want to meet the people in the country. We want to open our eyes and ears and microphones and produce educational and entertaining programs for the people, but with the people. And this medium to get to the people is our mobile studio, is the Radio 4 OB van, which is being used for a variety of program productions, such as the recording of traditional music and dances. We record choirs from schools as well as from women's groups at the moment. Then debating sessions, we have drama recordings. We have farmers' question times where experts are invited to answer to farmers' questions, but also record speeches, rallies, political and non-political, and last but not least, the Radio 4 quiz show. Wolfgang Müller, thank you very much for coming on to the program. Radio 4 Listeners Club members have surely enjoyed your contributions. I hope that they will submit their reception reports as soon as possible for prizes of t-shirts. Thank you, John. It was my pleasure being with you. And also many thanks to Nick Move of St. Augustine's Mission P.O. Penalonga for a detailed reception report, and we've handed it over to the engineering department and we'll be getting a reply very soon. And from me, John Masugu, here on Radio 4, your educational channel, that's it for this week. Also many thanks to Happy Son Shumba behind the controls.